Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der heutige Park, der ist von Dragon Nasher EU. Und der hat auch was dazu geschrieben, nämlich: Hey Dandy, hier hast du meinen ersten Park, wo ich auch mal auf das Aussehen geachtet habe. Schon mal vorweg, das Einzige, was benannt ist, sind die meisten Türme und Fahrattraktionen. Dinosaurier waren mir am Ende einfach zu viel zum Benennen. Naja, bis auf drei, aber die sind im Spiel unique aus einem bestimmten Grund. Mal schauen, ob du drauf kommst. Auf jeden Fall viel Spaß beim Bewerten. Okay, schauen wir mal, ob wir drauf kommen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in deinen Park. Oh, das sieht schon mal vielversprechend aus. Da sind wir im Park von Dragon Nasher, was glaube ich der Name. Leider wieder auf Isla Nublar, aber da werden wir wahrscheinlich noch öfter Parks sehen, weil ihr einfach schon viele auf Isla Nublar fertig hattet, bevor der Sandbox-Modus auf den anderen Inseln rausgekommen ist. Und der Park, oh, er hat sogar einen Namen, sehr, sehr gut, weil der Speicherstand, der hieß wieder Dundeeland, das finde ich immer nicht so spannend. Er hat auf jeden Fall den Namen Mesozuicum Park. Wofür das steht oder sowas, habe ich keine Ahnung von, habe ich noch nie gehört. Klingt so ein bisschen, ne, keine Ahnung, wie das klingt. Kannst ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wofür das steht. Mesozuicum hat mir so noch nie was gesagt. Und ja, wenn man in einen Park kommt, kommt man anscheinend als allererstes auf ein Hotel zu. Ich zoome mal ein bisschen raus. Oh, das ist aber ein schöner Eingangsbereich. Der gefällt mir gut. Richtig cool, habe ich so noch nie gesehen. So wie du es gebaut hast. So ein richtig kleiner Beachbereich, aber sieht sehr, sehr cool aus hier mit diesen Rundungen und mit den Wegen und mit der Anordnung von den Läden und sowas. Auf die Benennung der Läden brauchen wir ja nicht achten, du hast ja geschrieben, es sind nur Türme und wahrscheinlich Galerien hier benannt worden, ne? Ja, Big Bench liegt. Okay, da kommen wir nachher zu. Aber ansonsten brauchen wir ja zum Glück bei den ganzen anderen Gebäuden und sowas nicht darauf achten. Wir gehen mal in das erste Hotel. Ich bin mal gespannt, ob das denn eine gute Aussicht hat oder nicht. Und ja, hat es. Sogar eine sehr gute. Also man kann hier wirklich viel sehen. Da hinten laufen auch gerade Dinos rum. Ich kann sie gar nicht identifizieren, so weit sind sie weg. Das sind, glaube ich, Gigantspinos oder so. Oder Kentros, ich weiß es nicht. Kann man auf die Distanz auch schwer erkennen. Ah, hier sind noch mehr davon. Da tue ich mich ja auch immer super schwer. Ne? Ich glaube, der hier vorne ist aber ein Gigantspino. Der hat einen sehr, sehr langen Stachel da an der Seite. Die anderen könnten Hyangos sein, Kentros. Ich glaube, das ist aber auch alles bunt gemischt. Und Mamenchis dürften das sein. Er senkt da gerade seinen Kopf, weil er trinken will. Oh, im Hintergrund sieht man sogar noch Fleischfresser. Ich glaube, das sind Heratus, oder? Ich glaube schon. Oder Ceratus. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Tue ich mich echt immer schwer mit. Also eine richtig gute Aussicht hier aus dem Hotel. Richtig, richtig cool. Und der Eingangsbereich finde ich auch sehr, sehr cool. Habe ich so noch nie gesehen. Hast du aber echt gut gemacht so, von den Farben her. Gefällt mir. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal hier nach links und in den ersten Turm hier rein. Echse aus Mayunga heißt der. Und es scheint mir ein Ziegengehege zu sein. Hier sind ja mega viele Ziegen drin. Echse aus Mayunga. Ja, gar kein Dino. Sie hat nur eine Ziegenarmee. Alter, warum sind das so viele Ziegen? Gibt es hier kein Dino drin? Doch, da! Ah! Die scheinen aber nicht so viel Hunger zu haben. Der brüllt hier nur die Ziege an. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Mayungas. Mayungas finde ich in Jurassic World Evolution tatsächlich nicht so cool. Ich weiß nicht, irgendwie. Keine Ahnung. Kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen. Der hat auch keine coolen Skins und sowas. Also, ja. Und hungrig scheinen die auch nicht zu sein. Aber eine schöne Gehegegestaltung hast du hier. Hinten ist schon richtig Action. Ja, ein bisschen Wasser, ein bisschen Strand. Schöne Bäume, schöne Büsche und sowas. Gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Und gehen mal. Wir halten uns mal so ein bisschen links. Dann verpassen wir hoffentlich nichts. Wir kommen dann hier zum nächsten Turm. Kreidezeitsteppe. Ah, cool. Okay. Du hast also wirklich so ein paar Motto-Gehege gemacht. Aber hier sind schon sehr viele Dinos drin. Weiß nicht, ob das Gehege nicht so klein ist für so viele Dinos. Aber die sind auch alle voll aufgebracht. Warum? Die sind alle total wild. Und da laufen zwei Dinos ineinander. Was ist denn hier los mit den Dinos? Vielleicht hättest du hier lieber eine Galerie machen können. Oder sollen, weil irgendwie kann ich die Dinos sehr, sehr schlecht beobachten hier aus dem Turm, weil er sehr hoch ist. Wir gehen mal so rein. Was hast denn du hier? Burritos. Was ist hier noch? Rutiomimos. Aber sind alle voll aufgebracht. Warum? Total unruhig.
Ist hier ein Fleischfresser drin? Warum sind die so? Und natürlich der Nasuto Ceratops. Der ist cool. Das ist ja einer der neuen Dinos. Wegen Battle at Big Rock ist er ja dazu gekommen. Den finde ich mega cool. Die Hörner so richtig angeordnet wie so ein Stier. Mega, mega nice. Aber ich weiß nicht, warum die so unruhig sind. Gerade ein bisschen anstrengend, die zu beobachten, wenn die so rumrennen. Hier haben wir noch Draco Rexes. Finde ich auch sehr nice. Aber auch der ist unruhig. Warum auch immer. Dann haben wir noch Euoplocephalus haben wir hier. Die laufen die ganze Zeit irgendwie ineinander. Keine Ahnung wieso. Und Ankis haben wir auch. Also ein sehr bunt gemischtes Gehege. Aber für meinen Geschmack schon wieder ein bisschen zu viele Dinos in diesem kleinen Gehege. Aber ist ja an sich nicht schlimm. Wenigstens hast du es bunt gemischt und nicht einfach 100-mal die gleiche Dinoart in ein Gehege gepackt. Wobei, so klein ist das Gehege gar nicht. Ich frage mich aber, warum die so unruhig sind. Weil im Prinzip ist hier doch alles in Ordnung, oder nicht? Bei den Dinos geht's gut. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Aber du hast auch hier schön gestaltet. So ein bisschen Wasser, ein bisschen Sand und sowas. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir gehen weiter zum nächsten Gehege. Was haben wir denn hier? Asiatische Wälder. Okay, cool. Also das ist wirklich die Gehege so ein bisschen mottomäßig gemacht. Was haben wir denn hier? Ist das der A-E-O? Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist da der ganz Kleine. Da habe ich auch gerade den Namen vergessen. Den vergesse ich aber irgendwie immer. Der ist mega süß, der Dino. Hier, da ist er. Da sieht man ihn picken. Gallimimus sind da drin. Da hinten sind das die Aero-Ortono-Mimus. Keine Ahnung, wie die genau heißen. Was haben wir denn hier noch alles? Das ist ja richtig cool. Der hat auch einen tollen Skin hier, der Dino. Ist auch ein Corito? Ne, das ist kein Corito, ne? Was ist das? Ach, Centauro. Den vergesse ich auch immer. Genau, Gallimimus haben wir hier. Und wie heißen nochmal die Kleinen? Homalocephale, genau. Homalocephale. Auch ein sehr schwieriger Name. Aber mega cooler Dinosaurier. Kann man nichts zu sagen. Kann man denn hier nochmal in die Bodenkamera gehen? Ach, die gibt's gar nicht bei dem. Schau doch mal nach oben. Steck doch nicht über deinen Kopf in das Gras, dann sieht man dich gar nicht. Ah, der ist so süß, der Dino, ne? So mega klein und winzig. Guck mal im Vergleich, wie klein der ist. Im Gegensatz hier zu dem Centauro. Ist richtig krass, ne? Der ist nicht mal so groß wie hier. Oder geht gerade mal hier bis zu dem Knöchel bei dem Centauro. Mega, mega krass. So winzig. Oh, der tolle Skins, der Centaurosaurus, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Und das war jetzt, okay, hier sieht man den Namen nicht. Das war Kreidezeit oder sowas, ne? Ah, ne, Asien, ne? Asiatische Wälder, genau. Ich bin aber auch vergesslich. Was haben wir hier noch? Krichtonsaurus haben wir hier zweimal. Gerade beide am Trinken. Also du hast auf jeden Fall sehr viele Dinos in deinem Park gemacht. Kann man sich nicht beklagen. Auch immer sehr viele verschiedene Arten. Was macht denn die Kamera hier? Meine Güte. So, Pachis haben wir hier auch. Sehr schön. Guten Tag. Na, du Süßer. Und was haben wir noch? Habe ich irgendwas übersehen? Hier, Sinoceratops haben wir noch. Auch ein ganz toller Dino. Finde ich ja den Nackenpanzer richtig cool, ne? Bei dem, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Sinoceratops. Ich weiß nicht, was heute los ist. Mein Gedächtnis ist gerade nicht das Beste. Ich habe auch wieder schön gestaltet. Hier hast du sogar die Gewässer so ein bisschen... Ach du Schande. Oh nee. Wartet mal. Du hast ja sogar Krankheiten an. Muss ich mal kurz ausstellen. Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, wo das bei der neuen Sache ist. Kampffeuchtigkeit. Hä, wo ist denn das mit Krankheiten? Kann ein Dings beginnen? Ach, da. Okay, dann machen wir keine. Wir wollen ja hier nicht noch mehr Probleme kriegen. Aber eigentlich müssen wir uns jetzt mal quasi einmal um den kranken Dinosaurier kümmern. Frage ist nur, wo ist der? Ich habe, glaube ich, nämlich in den Einstellungen. Tut mir leid, dass ich jetzt hier ein bisschen rumklicken muss. Die Sachen hier aus. Habe ich die jetzt abgespeichert? Ich hoffe. Okay. Ist das ein Kranker oder ist der einfach nur Alien? Ist aber nicht der Kranke, oder? Ne, der Kranke ist da hinten. Der hat wahrscheinlich nichts getrunken oder gegessen, deswegen ist er wahrscheinlich bei niedriger Gesundheit. So, schicken wir den mal kurz in den Jeep und dann machen wir weiter. Wir wollen ja nicht, dass der hier stirbt. Genau, hier war ich stehen geblieben beim Sinoceratops. Gehen wir weiter. Hier hast du auch das Tor gemacht, sogar so einen schönen Weg dahin. Und
Ja, hier ist es mit dem Weg leider nicht ganz so schön gelöst, muss man sagen. Aber auch nicht weiter schlimm. Also, ja, das Wegetool ist bei Jurassic World Evolution manchmal sehr, sehr doof. So, warum haben wir keinen Tabosaurus? Tabosaurus, oh, den kenne ich auch, der ist cool. Ja, das stimmt. Den gibt es leider nicht. Hier hatten wir schon reingeguckt. Also, gehen wir weiter zum nächsten Gehege. Big Ben schlägt 160 bis 112 Millionen BC. Wie muss ich das verstehen? Heißt der. Ich glaube, das soll einfach eine Jahresangabe sein, wann die gelebt haben, die Dinos, die hier drin sind. Kann das sein? Wir haben auf jeden Fall Metriacanthus. Finde ich mega cool. Das ist ja auch mit meinem Lieblingsskin, der grün-orangene. Aber der hat allgemein richtig coole Skins. Also da kann man sich nicht beklagen. Und hier sind sogar Pflanzenfresser mit drin. Richtig cool. Polarkanthus sehe ich. Und noch ein Metria. Nochmal mit einem anderen Skin. Sehr, sehr nice. Gehen wir auch nochmal so rein in das Gehege. Was haben wir denn hier? Polarkanthus. Den finde ich auch cool, ne? Der hat auch richtig krasse Stacheln. Deswegen scheint er auch nicht angegriffen zu werden von dem Metrias. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Sehr gut. Wir haben deine Dinos geheilt. Ab zum nächsten Gehege. Da haben wir ja asiatische Prärie. Okay. Auch da schauen wir rein. Oh, hier ist natürlich der Baum ein bisschen im Weg, ne? Also da sehen wir nicht viel. Aber wir sehen hier, glaube ich, die Dinos, die wir schon im Hotel so ein bisschen gesehen haben. Ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter zurück. So, und gehen mal in diesen Turm. Vielleicht können wir hier mehr sehen. Anders als im Spiel war der Brachi höher. Ah, okay. Gut zu wissen. Also war in echt der Brachiosaurus größer als der Mamenchi. Sehe ich das richtig? Ich denke mal, das meinst du damit. Ja, genau. Das Gehege haben wir vorhin schon gesehen mit den Mamenchis. Jetzt können wir mal gucken, was das hier alles ist. Ich glaube, das ist alles bunt gemischt. Das hier ist auf jeden Fall der Gigantspino mit den ganz langen Stacheln. Den finde ich auch fast mit am coolsten von denen. Wobei die alle irgendwie ziemlich cool sind. Aber auch ein cooler Skin hier, ne? Mit dem Blau. Fällt mir gut. So, wir Hyango. Also das hier wirklich alles bunt gemischt. Ich glaube, hier sind auch noch mehr verschiedene, oder? Hyango. Haben wir hier noch. Chungkingo. Also das hier wirklich die alle gemischt. Das sind Stegosauridae, glaube ich, ne? Oder welche Art ist das? Ich glaube schon. Chungkingo, Hyango, Gigantspino. Okay. Ansonsten nur Mamenchis, ne? Das hier waren nur Mamenchis, ne? Ja. Mamenchi, auf Futtersuche. Haben die kein Futter? Doch, die haben hier vorne Futter. Na gut, gehen wir weiter. Schutzbunker. Wir biegen wieder links ab. Wir werden jetzt immer links abbiegen. Dann kommen wir hoffentlich immer gut durch deinen Park. Ähnlich. Was heißt denn ähnlich? Ah, okay, die haben wir auch schon im Hintergrund gesehen. Die. Oh, hier fährt auch eine Tour durch. Ceratus oder Keratus. Ich würde sagen, wir fahren jetzt als allererstes die Tour. Zähne, Krallen und Hörner. Ah, okay. Da fahren wir doch gerne mit. Controller wird angemacht. Und dann geht's los. Freunde. Tour offline. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Tourinformationen während der manuellen Steuerung nicht verfügbar sind. Finde ich auch immer ein bisschen schade, dass die, dass er keine Infos mehr gibt, sobald ich selber fahre. Aber ihr wisst ja, wenn ich nicht selber fahre, das dauert dann alles ewig. Deswegen fahre ich halt immer selber. Weil, ja, so eine andere Tour, dann würden wir ja hier wirklich 2 Stunden in jedem Park verbringen. Guck mal, er wartet sogar auf uns. Wie cool ist das denn? Na, du Hübscher? Macht richtig Show für uns. Nicht schlecht. Wie gruselig. Okay, das ist wirklich ein bisschen gruselig. Da kommt auch schon sein Kollege. Oh. Kreisen die uns jetzt? Ich liebe ja diese Touren, ne? Vor allem, wenn dann so Action abgeht. Die machen ja richtig Show für uns. Mega cool. Egal, wir fahren weiter. Gehen wir kurz ein bisschen in die Außenperspektive. Oh, hier haben wir sogar auch noch andere Dinos drin. Was haben wir denn hier noch? Ah, cool. Wie hießen denn nur mal die Kleinen? Wie entfallen mir gerade alle Dino-Namen? Proceratus, genau, stimmt. Passt ja sogar gut. Cerato und Proceratus. Ich weiß nicht, irgendwie heute
sind mir alle Dino-Namen entfallen. Normalerweise kenne ich die alle von Jurassic World Evolution. Und was liegt denn hier für eine eingerollte Schnecke? Guten Tag. Sind Sie? Stehen Sie auf? Was ist denn das? Ist das ein Raptor? Keine Ahnung. Tatsächlich, ist ein Raptor. Oh Gott. Nee, ist kein Raptor. ETF. Okay, das ist ein Herrera. I'm sorry, Leute. Ganz spät erst erkannt. Sah erst aus wie ein Raptor, aus der Perspektive da gerade. Gibt es hier noch mehr drin? Aber wir kommen ja gleich nochmal zurück, Leute. Vielleicht sehen wir da noch was. Es gibt hier wirklich viele Dinos zu entdecken. Das gefällt mir. So, Sesam, öffne dich. Und was haben wir hier? Oh, cool. Dein Nonnikus, bleib hier. Nicht weglaufen. Er versteckt sich so ein bisschen im hohen Gras. Aber er beobachtet uns. Er hat uns im Blick. Jetzt kommt er nochmal für uns. Nehmen wir ihn nochmal. Er hat auch einen ganz tollen Skin. Sein Kollege kommt auch gerade. Und jetzt höre ich Raptoren aber hier. Im Hintergrund. Sind die ja auch im Gehege? Und denn da? Das ist ein Raptor, oder? Bist du ein Raptor? Ja, du dürftest ein Raptor sein, auch wenn du jetzt hier so schnell vorbeiflitzt, Kleiner. Okay, weiter geht's. Hier haben wir auch nochmal ein Innovationszentrum. Das ist wahrscheinlich dann ungefähr die Mitte vom Park. Oha, hier wird man ja auch richtig schön begrüßt. Komm gar nicht durch. Hallo. Ah, jetzt bin ich durch. Was haben wir denn hier? Wie heißt denn der nochmal? Muss ich mal ganz kurz rausgehen. Nodosaurus, okay. Ich kann dich auch immer schwer auseinanderhalten. Dann haben wir Kasmos. Nodos hier. Tour offline. Benutzersteuerung wird eingeleitet. Automatische Tourinformationen sind in diesem Modus nicht verfügbar. Macht ja nichts. Auch coole Dinos, ne? Richtig süß. Aber wollen sie nicht weiter stören. Und weiter geht's. Oh, was ist das denn hier? Haben wir hier Styracos? Schaut mal, Styracos haben wir hier auch. Richtig cool. Schön am Trinken. Also hier gibt es richtig viele Dinoarten zu entdecken. Das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir noch Paras. Er brüllt erstmal. Paras sind mega toll. Oha. Weiter geht's. Wettrennen mit der Bahn da oben. Und was haben wir denn noch dahinter? Hier haben wir noch Pentaceratops. Sehr cool. Auch ein sehr cooles Mischgehege. Ich finde es gut, wie die Dinos hier verteilt sind in den Gehegen. Das ist richtig cool. Also man hat eigentlich die ganze Zeit irgendwie was zu gucken hier in der Fahrt und Tour. Ist mega nice. So, weiter geht's. Jetzt ist, glaube ich, quasi nur noch der Weg zurück. Deswegen gebe ich jetzt mal ein bisschen Gas. Nicht wegrammen. Ich bin kein Fußball. Na, guck mal, hier kommt er nochmal wunderschön für uns angelaufen, um uns Tschüss zu sagen. Und durch hier. So. Und hier dürften nochmal die Raptoren sein, ne? Vielleicht kriegen wir die nochmal zu Gesicht. Weil die haben wir gerade nur einmal ganz kurz gesehen. Aber wo verstecken die sich denn? Ja, unglaublich. Also die Deinonychus sehe ich schon wieder beide. Wo sind die Raptoren? Oh, da hinten sind die Raptoren. Die scheinen wirklich keine Lust auf mich zu haben. Hey, bleib doch mal stehen. Kleiner, fieser Raptor, du. Ja gut, der hat echt keinen Bock auf mich.
Wollen wir noch nicht weiter stören. Ich glaube, wir gehen jetzt raus hier. Oh, da kommt ja der Anonikus. Weil ich glaube, es ist echt noch der Weg zurück. Aber wir haben jetzt, glaube ich, alles gesehen. Also hier wird es lang gehen. Hier waren wir auch schon. Hier sind die Fake-Raptoren. Hereras. Oh, die haben einen Namen. Tick, Trick und Truck. Wird das nicht mit A geschrieben? Truck? Tick, Tick und Truck? Eigentlich schon, ne? Okay. Das heißt, du hast ja in die E-Mail geschrieben, dass du ein paar benannt hast. Nämlich die einzigartigen oder so, ne? Ich würde jetzt sagen, weil das die einzigen Dinos aus dem Spiel sind, die aus der Jurakreide... Wie heißt die andere Zeit? Wieso fallen mir heute alle Wörter? Es gibt noch eine andere Zeit. Jurakreide und Trias. Trias. Das ist, glaube ich, der einzige Dinosaurier aus dem Spiel, der aus der Trias-Zeit kommt. Habe ich damit recht? Ich hoffe. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, es ist aber so. Und wir gehen nochmal hier ein bisschen lang. Aber nicht verwandt. Oh Gott, es geht hier richtig Text, oder was? Warte mal. Ähnlich? Das gehört, glaube ich, nicht dazu. Aber nicht verwandt. Und ja, der einzige Dino aus der Trias. Oh, ich hab's richtig. Oh, wie cool. Sehr gut. Rätsel gelöst. Hereras Echse. Springmesser. Kreidezeitebene. Also, es ist richtig cool gemacht hier. Aber die gucken wir uns jetzt nicht nochmal alle an. Wir sind da ja gerade durchgefahren. Das passt eigentlich. So, was haben wir hier? Hier endet der Weg. Hier geht es dann wieder links lang. Hier haben wir eine Bar. Ein Kleiderladen. Hier gibt es echt so viel zu entdecken. Du hast das so richtig cool schichtenweise gemacht. Also ich finde, dass dein Park von oben... Seht ihr das? Wie cool das einfach aussieht? Oh mein Gott. Also ich glaube, ich habe hier so viel zu entdecken. Ich sollte mich, glaube ich, ein bisschen beeilen. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller hier durch. Echse aus Alberta. Okay, was haben wir denn hier? Ah, Alberto. Auch cooler Dinosaurier. Mega, mega nice. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier durchgehen soll. Ich glaube, ich gehe jetzt Schicht für Schicht durch. Also ich gehe jetzt hier quasi lang. Dann wird das nächste Gehege. König der Tyrannenechsen. Ah, der T-Rex. Okay. Sehr gut. Und das ist noch ein zweiter. Ich wollte mich gerade schon fragen, woher der Schrei kommt, weil ich da vorne den T-Rex sehe. Ist der auch benannt? Nee. Ich denke mal, du meinst dann wirklich nur die drei Hereras, die du benannt hast, ne? Habe ich, denke ich mal, alle entdeckt soweit. So, hier ist auf jeden Fall das Innovationszentrum. Hier nochmal ein Hotel. Da gehen wir auch nochmal ganz kurz rein. Ja, das hat leider nicht ganz so eine gute Sicht wie das erste Hotel. Aber sieht schon sehr, sehr cool aus. Also ich glaube, bei deinem Park sollte man relativ viel von oben gucken, weil der von oben richtig cool aussieht. Mega nice angeordnet. Muss man einfach sagen. Also wenn man jetzt mal so schaut, ne? Hier der Bereich sieht richtig cool aus. Und ja, der hat halt so ein richtiges System drin, der Park hier. Finde ich mega nice. Und es gibt halt mega viel zu entdecken. Das sind so viele Gehege und Dinos. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du so ein cooles System verwendet hast. Gehen wir mal weiter. Ich werde mich hier bestimmt verlaufen. Den Jura live erleben. Meine Güte. Was haben wir denn hier? Okay, Kameras. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich nochmal eine Fahrt, oder? Nee, da kommt keine Fahrt mehr. Okay, dann gucken wir nochmal so ein bisschen. Die wahren Riesen und kleinen Zwerge. Okay. Dryos, Stegos, wie schön. Und, oh, Diplodocus sind hier noch. Da wird das gleiche Gehege wie vorhin, ne? Da sind ja richtig viele drin. Brachiosaurus ist hier drin. Apatos. Oh, wie cool. Kamaras. Mega, mega nice. Ja, du hast halt echt viele Dinosaurier gemacht. Also, guckt euch das mal an. Gar nicht wissen, wie viele Dinos du hier in dem Park hast. Wir schauen mal eben. Interessiert mich. So. 145 Dinosaurier. Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Da gibt es echt viel zu entdecken. Ach, hier fährt doch eine... Warte mal, bin ich jetzt... Habe ich mich verlaufen? Ah, nee. Doch, ich habe mich echt verlaufen, ne? Hier war ich. Entschuldigt. So, hier ist das nächste Gehege. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst wird das Video viel zu lang. Zweikammechse. Hier haben wir den Dilophosaurus, so wie es aussieht. Da zoomen wir auch mal ganz kurz rein. Ja, auch toller Dino. Einer meiner Lieblingsfleischfresser von JWE. Und dann haben wir im nächsten Gehege wieder Langhälse. Das dürfte der Dreadnoctus sein und der Iguanodon.
Ich finde ja, die beiden ähneln sich voll so ein bisschen, ne? Vom Kopf. Wenn ihr mal den Kopf anguckt und dann den Kopf. Ein bisschen Ähnlichkeit ist da vorhanden, oder? Finde ich schon. So, was haben wir denn hier? Argentinien war größer. Mhm. Dann haben wir Missing, Argentino und Paluxisaurus. Hm, okay. Die vermisst du wohl in diesem Gehege. Es ist wohl ein argentinisches Gehege hier. Also du hast dich wirklich da richtig cool mit beschäftigt. Oh, das ist ja auch eine interessante Tour hier. Rangerstation, afrikanische Oase. Das machen wir natürlich. Truck fahren. Wir fahren natürlich selber. Schön in Ego-Perspektive. Oha. Der Kollege wird da schon malträtiert. So wie es aussieht. Wir fahren aber weiter. Ist natürlich sehr, sehr steil hier. War auch auf engstem Raum gebaut, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Man sieht hier leider gerade nicht sonderlich viel. Wir fahren mal so. Ja, ist halt sehr, sehr steil und klein, das Gehege. Was haben wir denn hier? Uranus haben wir und Megasaurus. Was ist denn da los? Dem Schweif? Alles in Ordnung? Was stimmt da mit ihm nicht? Ich glaube, das Gehege ist zu klein. Der Nigasaurus ist auch hier im Rumsprinten. Oh Gott, er rennt auf uns los. Aua. Hey, ganz ruhig. Warum sind denn die Dinos alle in Panik hier in dem Park? Voll random, oder? Also irgendwie sind die alle total in Panik in deinem Park. Keine Ahnung, woran das liegt. Okay, das war eine sehr kurze Jurassic Tour. Weiter geht's. Was haben wir denn hier hinten noch? Okay, hier haben wir dein Ausbrutgehege und dein ACU-Zentrum. Und dann können wir quasi schon diese Reihe hier durchgehen. Hier waren wir gerade, jetzt gehen wir hier durch. Was haben wir denn hier? Fleischfressende Stiere. Carnotaurus wahrscheinlich, ne? Richtig. Hier haben wir Carnos. Oh, hier haben wir auch nochmal eine Tour. Das heißt, wir schauen uns gar nicht hier so viel an. Wir fahren jetzt direkt mit der Tour. Würde ich sagen. Auch nicht teilnehmen. Direkt verkackt. Wie immer. Wir wollen selber fahren. So. Fahren wir mal hier durch. Ist der gerade gehupt? Ich glaube, der hat mich angehupt. Hier sind die Kanus, die wir gerade gesehen haben. Ich hupe die jetzt auch mal an, mal gucken, was passiert. Interessiert die gar nicht, oder? Nö, nicht wirklich. Oh, jetzt rennt er los. Wettrennen! Oh, du hast gewonnen. Ich gebe auf. Aua! Ey! Wie weit wurde ich denn weggeschleudert mit der Kamera? Das gibt's ja gar nicht. Sehr gut. Einmal hier durch. Ich gebe jetzt ordentlich Gas, Leute. Damit wir hier alles noch zu Gesicht bekommen. So. Frischen Fisch? Was haben wir denn hier drin? Ich sehe gar nichts. Groß frischer Fisch. Hm. Wir fahren hier gleich nochmal durch zurück. Dann sehen wir hoffentlich was. Hier haben wir Super Mim. Was ist denn los mit deinen Dinos? Hast du das gerade gesehen? Mit seinem Schweif? Also irgendwie spacken die Dinos in deinem Park ab. Ich weiß nicht, was hier los ist. Der hat aber auch einen lauten Schrei, ne? Der Super Minus, das ist echt krass. Junge, Junge, Junge. Schreihälse. Nächste Gehege. Ah, bremsen. Au. Ich bin der beste Fahrer der Welt, wie ihr seht. So, wo sind wir denn jetzt hier? Was haben wir denn jetzt hier? Fahren wir hier rüber eben. Hier haben wir Alos. Sehr cool. Das gefällt ihm, glaube ich, gar nicht, dass ich ihn hier beim Trinken störe. Hat mich gerade schon so böse angeguckt. Seht ihr das? Diesen Blick immer? Ich glaube, er hat gar keine Lust auf uns. Der rennt jetzt auch weg. Gott. Ich hätte ja so Angst, wenn ich hinten auf der Ladefläche da sitzen würde, ne?
Er könnte einen da ja easy beißen, wenn er wollte. Nächstes Gegner ohne Unfall. Yes, wir haben es geschafft. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Ein Baryonyx. Sehr, sehr schön. Hat leider sehr langweilige Skins in mir. Aua. Ganz ruhig. In Jurassic World Evolution. Wollte ich nicht beleidigen oder so. Weil hier direkt nach uns schnappt. Die kleine Frechdachs. So, dann überholen wir mal hier die Kollegen. Mit einem krassen Manöver. Außen. Dann überholen wir sie außen halt. Und voll abgebremst. Recht. Sind noch mehr Barrys. Was heißt es? Schwere Knochen? Ich hab's leider nicht ganz verstanden. Er kann sehr aggressiv sein, gut zu wissen. Wollen wir uns mal lieber nicht mit denen anlegen. Da ist der Alu, frisst gerade. Oh, hier ist noch ein Alu. Habe ich gar nicht gesehen. Und gleich auf dem Rückweg, das eine Gehege werden wir hoffentlich noch sehen, was da drin ist. Ich glaube, das war bei der Spino. Den habe ich vorhin, glaube ich, einmal kurz schon gesehen. So, hier sind die Suchos. Und da sehen wir schon den Spino im Hintergrund. Hier, die gucken jetzt. Die gucken rüber und checken mal ihren großen Bruder quasi ab. Auf der anderen Seite. Also verwenden sie beim Fotografieren. Dann fahren wir mal in das Gehege hier. Und hier sehen wir drei Spinos. Wie konnten wir die denn vorhin übersehen? Ich meine, die Dinger sind riesig. Guckt euch die mal an. Ich habe keine Ahnung, wie wir die übersehen haben. Das ist wirklich krass. Wir sind hier leider auch gerade alle am Trinken. Hey, dreht euch mal ums. Zu mir. Nicht wegrennen. Mal gern einen von vorne zu Gesicht. Oh. Okay. Ja, ich scheine jetzt auch nicht so Interesse daran zu haben, mit mir hier Show zu machen. Oh Gott. Ich hau dann doch mal lieber ab. Oh Gott. Ganz viele Spinos, die mich fressen wollen. So, das war's mit der Tour. Richtig cool. Spaß gemacht. So, Dornenechse. Krokodilsnachahmer. Das alles die Namen übersetzt. Andersartige Echse. Allosaurus, oder was heißt das? Schreibt mal in die Kommentare, ob das wirklich die übersetzten Namen sind. Könnte ich mir gut vorstellen. Schwere Kralle. Haben die nicht gerade gesagt, irgendwas mit schwere Knochen? Schwere Kralle. Das ist jetzt die Frage, ne? Was jetzt richtig ist. Also ich habe vorhin, glaube ich, schwere Knochen verstanden. Aber es kann auch Kralle sein. Vielleicht habe ich mich verhört. Ich glaube, wir haben jetzt alle Gehege quasi durch, ne? Hier waren wir in der Reihe. Hier waren wir. Der Reihe hier waren wir. Hier am Anfang waren wir sowieso. Ich denke, wir haben... Ne, wir haben nicht alles gesehen. Quatsch, ich erzähle Mist. Hier waren wir auch, ne? Hier haben wir auch hingeguckt. Beim T-Rex, ja. Aber hier waren wir noch nicht. Goliaths Klippen. Mhm. Na, cool. Cooles Gehege. Ein ganz paar Bäume, viele Klippen und zwei wunderschöne Gigas drin. Haben die Namen? Nee. Ich glaube, die Herreras waren halt wirklich die einzigen mit Namen. So, Haifischzahnechse kommt als nächstes. Was haben wir denn da? Ah, den Unaussprechlichen, den Carcharodontosaurus oder Charcharodontosaurus. Hier auch am Chillen. Und im nächsten Gehege haben wir hohe Stachelechse. Das sind Stachelechse, echt? Heißen die so? Die Akros, die haben doch nicht mal Stacheln oder sowas. Ich meine, die sind da hinten gerade genüsslich am Trinken. Aber die haben doch keine Stacheln. Ja? Also ich sehe da jetzt nichts, was irgendwie spitz oder stachelig ist, außer hier die Krallen von denen. Keine Ahnung, das, ob die wirklich so heißen. So, ansonsten können wir nochmal hier oben hingehen. Und auch nochmal so eine Fläche gebaut mit so ein paar Türen. Da kann man dann nochmal über deinen Park so ein bisschen hinwegschauen. Finde ich cool. Haben die noch irgendwelche Namen? Nee. Vorne sind auch nochmal Türme. Also an Beobachtungsmöglichkeiten für deine Dinos. Da mangelt es auf jeden Fall nicht. Kann man wirklich von allen Richtungen gut beobachten. Finde ich gut. Aber ich finde... wirklich, dass dein Park von oben sehr, sehr cool aussieht. Meiner Meinung nach sind es ein bisschen zu viele Dinos in den meisten Gehege. Aber ansonsten sieht der Park schon wirklich sehr cool aus. Natürlich ein paar mehr Höhenunterschiede wären auch noch cool gewesen. Er sieht halt
sehr flach aus, aber ich finde das System, was du verwendet hast hier in dem Park, sehr, sehr cool. Der Eingangsbereich sieht cool aus und dann fängt es hier sozusagen mit einem kleinen Kreis an und dann immer so geschwungen im Kreis herum, so wie so eine Schicht quasi. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll. Hier die ersten Gehege, die zweiten Gehege gehen dann hier außenrum und hier dann nochmal die dritte Schicht. Also finde ich, hast du sehr, sehr gut gemacht. Du hast so auch ideal den Platz genutzt und 145 Dinos untergebracht. Das ist schon wirklich eine Hausnummer. Und ich finde, dein Park sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Man sieht, dass du dir viel Mühe gegeben hast. Und falls ihr das auch findet, schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr den Park von Nasher, Dragon Nasher EU war es, glaube ich, ne? Wie ihr den Park von ihm findet. Und falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht meine E-Mail-Adresse. An die könnt ihr mir dann euren Park oder euer Safe Game gerne schicken. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.